mich, seit ich Abitur habe und dann meinen Wehrdienst abgeleistet habe, eigentlich immer politisch interessiert. Und ab Mitte der 60er Jahre habe ich mich dann selber politisch betätigt, aber auch nicht in Parteien, sondern auf der Straße bei der außerparlamentarischen Opposition seinerzeit. Nun war das nach dem Kriege, war Deutschland ja damit beschäftigt, wirtschaftlich wieder auf die Beine zu kommen. Das Wirtschaftswunder war angesagt, da hat man sich gesellschaftlich eigentlich wenig engagiert. Aber umso mehr wir diese Missverhältnisse in der Gesellschaft festgestellt haben, umso mehr waren wir überzeugt, dass sich Gravierendes ändern muss. Ich habe mein ganzes Leben lang meinen Beruf immer auch genutzt, um mich politisch einzusetzen, um was zu verändern in dieser Welt. Weil ich spätestens seit Ende der 60er davon überzeugt war, dass die Verhältnisse in diesem Land, in Europa, auf der Welt ganz dringend revolutioniert werden müssen, also radikal verändert werden müssen. Der Meinung bin ich heute immer noch. Ich habe mich viele Jahrzehnte bemüht, zuletzt dann fast 20 Jahre im Parlament. Ein ganz wichtiger Antriebsweder war für mich, für mein politisches, gesellschaftliches Engagement auch, dass ich erlebte, dass viele Konflikte der Länder, der Völker untereinander nach wie vor mit schrecklichen Kriegen ausgetragen wurden und zur Durchsetzung ganz direkter Machtinteressen, politischer Interessen, wirtschaftlicher Interessen grauenhafte Kriege geführt wurden. Kurz bevor ich anfing, da meinen Beruf als Rechtsanwalt auszuüben, hat mich der Vietnamkrieg umgetrieben, den die Amerikaner geführt haben, angeblich auch um unsere Freiheit zu schützen. Sie haben Millionen Menschen dort umgebracht. Das hat mich viele Jahre lang beschäftigt und das beschäftigt mich bis heute. Deshalb habe ich auch im Deutschen Bundestag, also bis in die letzten Tage, viele Kriegseinsätze immer abgelehnt. Nicht, weil ich Pazifist bin, sondern weil ich sehe, dass das keineswegs das letzte Mittel ist. Ich glaube, wenn man sich engagiert für Veränderung der Gesellschaft, dann heißt das nicht nur in eine Partei zu gehen oder auch in eine Regierung zu gehen, sondern das Wichtigste ist das direkte Engagement. Ich fordere alle auf, sich einzumischen. Das heißt das ja. Auch wenn die Ergebnisse nicht ganz schnell so sind, wie man sie gern hätte. Man muss einen langen Atem haben, dicke Bretter bohren. Aber wenn ich dann so Resümee ziehe und gucke, hast du gar nichts erreicht, dann sage ich doch, da gibt es eine ganze Menge, was ich mitgeholfen habe zu verändern. Natürlich habe ich es nicht alleine gemacht, sondern was wir verändert haben. Und deshalb mache ich auch weiter, solange ich irgendwie körperlich dazu in der Lage bin und geistig natürlich. Ich denke, wir haben die Aufgabe, die menschliche Gesellschaft insgesamt weiterzuentwickeln und da sind eigentlich alle gefragt. Die Stimmabgabe ist sicherlich auch ein wichtiger Akt, aber angesichts der Angebote, die die Parteien bei den Wahlen machen und vor allen Dingen, was an diesen Angeboten ehrlich gemeint ist und nachher auch versucht wird umzusetzen, kann ich verstehen, wenn Leute sagen, das bringt doch nichts.
Die Menschen sind darauf angewiesen, dass sie ein gewisses Maß von Vertrauen haben können in das, was andere äußern. Es gab ja diesen berühmten Roman 1984, das ist jetzt schon lange Vergangenheit. Und da waren ja Schreckensszenarien in der Entwicklung der Menschheit aufgezeigt. Und es gibt inzwischen eine ganze Reihe Bücher, die auch nacherzählen, was eigentlich der Preis an Freiheit sein kann, dieser unendlichen neuen Möglichkeiten der IT-Kommunikation. Und Edward Snowden hat uns gezeigt, das ist nicht nur Fantasie, sondern die Fantasie ist Realität geworden. Ich halte das für eine ganz, ganz schlimme Situation, dass der Mann, der sich ja unzweifelhaft und unstreitig, unendlich für die Welt, für den Umgang mit den IT-Medien verdient gemacht hat, jetzt in Moskau im Exil leben muss, gerade in Moskau. Aber kein Land ist bereit, ihm Asyl zu gewähren, auch Deutschland nicht. Ich habe mich bemüht, aber ich habe es immer noch nicht aufgegeben. Also ich überlege immer, welche Möglichkeiten gibt es doch noch. Also eine, die ich ja schon mehrfach versucht habe, wäre, ihm den Preis auf der Welt zu geben, den er verdient hat, nämlich den Friedensnobelpreis. Die Kinder sind die Zukunft und wir haben eine Verantwortung, dass wir möglichst viel tun, die Welt, solange wir dazu in der Lage sind, so zu gestalten, dass die Kinder dann da weitermachen können. Aber wir müssen nicht nur die Welt so gestalten, sondern wir müssen die Kinder in die Lage versetzen, mitzudenken, sich zu engagieren. Wir müssen das fördern, dass sie auch eine Verantwortung für die Welt entwickeln. Nicht jedes Kind wird sich so entwickeln, wie die Eltern sich das wünschen oder die Gesellschaft sich das wünscht. Aber wir müssen möglichst viel Voraussetzungen dafür schaffen. Und deshalb ist eine der wichtigsten Aufgaben von uns allen, erstens für Kinder jede Bildung und Ausbildung zur Verfügung zu stellen, die die brauchen, die die wollen. Vor allen Dingen aber müssen wir Abschied davon nehmen, dass das Wichtigste ist, den Kindern möglichst viel Wissen beizubringen. Natürlich hoffe ich, dass ich beispielsweise mit Leuten, mit denen ich lange zusammengearbeitet habe, auch danach noch Kontakte habe und dass viele von denen vielleicht auch Sachen, die sie mit mir zusammen entwickelt haben, dann weitermachen. Ich höre immer wieder, dass zum Beispiel Mitarbeiter bei mir, die vieles mitbekommen haben, die jetzt ganz woanders tätig sind, die dann sagen, genau das habe ich mir auch gemerkt und das habe ich bei dir gelernt oder das habe ich mir da abgeguckt und das mache ich weiter. Ich denke, eigentlich sollten alle sich einmischen. Die einen können es mehr, die anderen weniger. Die einen haben dann mehr Spaß dran, die anderen weniger. Aber es ist unsere Welt noch, es ist unsere Gesellschaft. Und es liegt auch an uns, was draus wird.